Ich studiere VT, weil mir die Mischung aus naturwissenschaftlichen, technischen und kreativen Fächern gut gefällt. Außerdem sind Verpackungen in unserem Alltag überall allgegenwärtig, weil jedes Produkt verpackt und transportiert werden muss. Und ansonsten motiviert mich einfach der Gedanke, dass es da immer Verbesserungspotenzial gibt. Und das ist sowohl aus Sicht der Konsumenten als auch der Umwelt oder auch von der Industrie aus. Wichtig für den Studiengang Verpackungstechnik ist, dass man gewisses Interesse an der Erarbeitung von wissenschaftlichen und technischen Fragestellungen hat. Dabei sollte man an die Aufgabenstellung mit logischem Denken herangehen und weil das am besten in der Gruppe klappt, ist eine gewisse Freude am Kommunizieren mit anderen auch wichtig. Am besten gefällt mir, dass der Studiengang relativ klein ist im Gegensatz zu anderen Studiengängen oder Hochschulen. Man hat direkten Zugang zu den Professoren. Und die meisten Professoren haben auch Industrieerfahrung, ja, und die sind direkt ansprechbar. Und am besten haben mir die Vorlesungen Kunststoffe und Faserstoffe gefallen. Der Studiengang bringt die Herausforderungen, dass es auch Fächer gibt, die natürlich ein bisschen schwieriger sind, aber man trotzdem irgendwie die Ausdauer mitbringt, da durchzukommen und dann auch wirklich viel davon hat. Nach dem Studium stehen einem eigentlich alle Möglichkeiten offen, von der Forschung, Entwicklung, Produktion oder Marketing. Man kann von der Automobilindustrie Autos verpacken, die dann verschifft werden, bis hin zur Lebensmittel-, Pharmaindustrie, Fallschachtel-Herstellungsindustrie, Papierfabriken. Also es gibt keine Grenzen.